So, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Diesmal wollen wir jetzt ja den wunderbaren Tatort untersuchen und rausfinden, was das für ein Verbrechen ist. Wir tippen mal auf Mord oder was auch immer. Okay, dieser junge Mann sammelt Dosen und Flaschen. Das ist sehr informativ. Okay, das muss die Frau sein, die Potenzielles wir Opfer. verfolgen. Das klingt gut. Wer ist in der Nähe? Ich kann es spüren. Das ist blöd. Hey, wir müssen reden. Da gibt es nichts zu reden. Kapier's? Es ist aus. Du irrst dich gewaltig. Ich bin nicht fertig. Hau ich endlich muss ab. Stopp. Ich schrei gleich. Oh, jetzt kriegst du. Überlebe. Ja, bloß nicht auf die Nerven. Bitte. Nein. Nein. Das darf nicht wahr sein. Bleib hier. Ja, ich würde es ja gern wegstecken. Denn ich möchte ihn ja nicht töten. Lauf, Junge, lauf! Komm schon, bleib stehen. Vor allem, warum hat er immer noch die Waffe draus? Gut, besser. Das weiß ich nur nicht, wenn ich ihn erreiche. Wie ich ihn fange. Mit welchem Knopf? Bin ich ja mal gespannt. Die Information wäre jetzt so langsam echt hilfreich. Ich tippe mal einfach auf Viereck. Ah, nein, da oben steht's ja. Kreis. Das ist natürlich top. Und Action! Bam! Bam! Das hat wehgetan. Verbrechen neutralisiert. Ruf verbessert. Untersuchen Sie den potenziellen Tatort. Also, da habe ich abgeschlossen. Na Leute, wie geht's euch so? Na, ja, das war ja richtig cool. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Hat mit potenziellen Kriminellen. Bist du sicher, dass er da ist? Ich werde ihn umbringen. Nikki, hey, ich weiß, die Party Warte. Läuft schon. Sie ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ah, du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bald da. Sorry, Nick, ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gebrauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Natürlich. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Jordi. Ja, ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell, hm? Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst. Ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Okay. Wie man sich Fahrzeuge liefern lässt. Öffnen Sie Ihr Smartphone. Wählen Sie die App Auto auf Abruf. Schalten Sie das Fahrzeug frei, indem Sie fahren oder Zivilisten hacken. Kaufen Sie Fahrzeuge direkt in der Auto auf Abruf App. Während laufender Mission steht dieser Dienst nicht zur Verfügung. Bin ich mal gespannt. Bin ich in laufender Mission oder nicht? Das ist jetzt die Frage. So. Ups. Auto auf Abruf. Wo haben wir es denn? Auto auf Abruf, Auto auf Abruf. Hallo? Ah, da ist es ja. Auto auf Abruf. $500 habe ich nur. Das ist echt traurig. Auswählen. Stellen. Alles vorbereitet. Viel Spaß. Alles klar. Reichen Sie Markierungen, Ihr Auto zu erhalten. Ein Atheist. So. Ah, diesmal wird es, glaube ich, mal Zeit, die Minikarte anzuschauen. Falsche Taste.
Minikarte, damit ich auch mal weiß, was das hier überhaupt alles für ein Geschäft. Wetten? Oh, da kann ich wetten gehen. AR-Handyspiel, Cash Run. Auch ein Handyspiel. Herstellung explosive Komponenten. Hier, Cash Run. Geschäft. Hey, ein Waffenladen. GTA-Style. So. Eieiei, hier muss ich aber ganz schönes Stück fahren. Na gut, was war das da? Ah, schaltet interessante Orte frei. Irgendein Turm. Okay. Na gut, ich werde mich aber jetzt dann erstmal auf den Weg machen zu meiner Familie hier. Oder, ja, Familie ist es ja. Ich bin ja der Onkel. Denn der Kleine hat Geburtstag, soviel ich weiß. Deshalb gehen wir da mal hin. Wir können ja schlecht. So. Ha. Wusste doch, wie bei GTA. So. Ja. Müssen wir auch noch wenden hier. Oh yeah. Coole Musik. So. Okay, lass uns mal fahren hier. Machen wir einen auf GTA, komm. Alles cool. Hey, es war rot, Junge, es war rot. Zack. Da, 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 da. Oh Mann. So eine App bräuchte ich auch. Kann man natürlich auch vorwärts kommen. Immer schön die Ampeln hacken hier. Oi, mein Handy ist leer. Ah, das lädt schon allein wieder auf. Ah, bestimmt, weil ich im Auto angeschlossen habe. Ich bin zu intelligent für die Welt. So, ah, da kann immer nur dreimal. Aua. Das war nicht besonders cool hier. Gut, dann müssen wir halt bei Rot drüber. Nicht nachmachen, Kinder, nicht nachmachen. Der große Bruder. Der große Bruder? Ich habe eigentlich ja gedacht. Okay. Okay, so, der große Bruder. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Nikki. Bin ich soweit? Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt. Goldig. Fürchte ich die Stille. Ja, das kann natürlich passieren. Ah, da laufen wir mal ganz normal hin, würde ich sagen. Anstatt zu fahren am Schluss. Richtiger Teil auf dem Handy. Tja. Jetzt nicht mehr. So. So, mal schauen, wie es dem Geburtstag geht. Muss ich da rein? Nein, muss ich nicht. Ah, vermutlich hinten in den Garten, so wie es bei Amerikanern oft ist. So. Okay. Dann los. Wie alt warst du heute? 10. Nein, du bist noch 9. Nein, 10. 9. 10. 9. 10. Gut. Wenn das so ist, gibt's 10-mal Geburtstagskitzeln. Was? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10. 10. Eine glückliche Familie. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her.
das dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Ja, das liegt am Bart. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, das sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Hm. Jax. Hey. Ich komme zu spät. Kriege ich eine Umarmung? Wow. Bist du. Und wie goldig. Groß. Hey, was hast du denn da? Richtig goldig. Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch, ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche es. Ja, mal schauen. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Echt eine hübsche Schwester hast du da. Das Haus betreten. War Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber ich war echt böse und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Nikki an. Ich weiß noch, du und Mommy waren furchtbar krank, aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich, verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht, aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Na, nicht schlimm. Ich schaue dafür die ganze Zeit aufs Handy. Ach, ehrlich? Ach, nein, nein, ich will sie jetzt draußen und wieder weggesteckt. Haha. Wer ist denn da? Glauben Sie, die Nummerunterdrückung schützt Sie? Was? Ein Stalker? Ich weiß nicht, was daran komisch ist, aber die Polizei wird sicher nicht darüber lachen. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Hören Sie? Gehen Sie raus. Treffen Sie Leute. Leben Sie. Rufen Sie mich bitte nicht mehr an. Was sagten Sie? Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Oh, super. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher? Komm doch vorbei und ziehst hier rein. Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und, hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch, es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nikki, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja,
nicht eine gute Idee. Ja, und wo gehen wir jetzt wohl hin? Verarscht, Leute. Und zwar da, wo wir jetzt hingehen. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Ja. Oh, jetzt wissen wir auch, wo wir hingehen. So. Mist. Er will abhauen. Shit. Das ist natürlich jetzt gerade richtig blöd. So. Leute, ich muss dann wohl übel mal sagen, dass jetzt eine Spielpause wohl angebracht wäre von der Zeit her. Ich werde jetzt aber gerade noch diese Verfolgungsjagd dann mit reinnehmen. Und ja. Ui. Ui, ui. Oh, die Steuerung ist so empfindlich, das ist der Wahnsinn. Gerade die Verfolgung noch mit reinnehmen und dann... Ja. Tut mir leid, hab überreagiert. Eine Spielpause machen, so, wie soll ich den ausschalten? Soll ich ihn von der Straße rammen, oder? Komm zurück, okay? Ich verspreche, ich... Das ist natürlich eine gute Frage. Aiden? Du verfolgst diesen Spinner, oder? Du verfolgst ihn also gerade? Das glaube ich ja nicht. So ist das nicht. Shit! Das ist gerade echt nervig. Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, ja, hallo? Ich meine, schnell fahrt er nicht, aber... Ich muss los. Ist gerade ein bisschen blöd. Oh je. Ich würde ihn ja gerne einfach ausschalten, aber wie denn? Ich meine, ich könnte ihn... Ja. Erschießen, was natürlich jetzt nicht gerade von Vorteil wäre. Weil ich möchte ja ein guter Mensch sein. Also, Mist. Ui, das kann also doch noch etwas sich hinziehen. So. Jetzt halt schon dieses verdammte Auto an. Komm schon, komm schon, komm schon! Oh mein Gott! Jetzt. Jetzt hat es auch noch geschafft, da hochzukommen. Ich glaub's nicht. Bam! Aua! Dieser Typ muss dann wohl übel ausgeschaltet werden. So. Das war schön. Ich wusste nicht mal, dass wir Munition haben. So. Die war wieder weg. Das ist jetzt richtig blöd. Richtig blöd. So, noch schnell hacken und dann... Kaum, dass ich mich für einen Telefonstreich bezahle. Nicky Pierce, ja? Ich werde die Schlösser erwähnen. Und das Kind. Aber es fühlt sich falsch an. Das ist natürlich blöd. Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nicky zu belästigen. Nee. Wer würde für so etwas bezahlen? Gute Frage. Das, liebe Leute, werden wir erst in der nächsten Folge sehen.